Willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone Folge. Müsste 8 sein. Und wir sind auf jeden Fall im Versteck auch von eben diesem Frank Stone. Und schauen uns hier mal ein bisschen um. Da ist auf jeden Fall diese Hand. Ja, komm. Hat sich wohl gelöst, als die Fracht runterkam. Okay, kann ich aber nichts. Hier ist auf jeden Fall die Hatch, ne? Wir brauchen nur einen Schlüssel vielleicht. Aber ich kann hier nichts. Nichts angucken. Okay. Wirbelsäule, Torso, Dingsbums, ja. Luke. So muss Stone rein und rausgekommen sein. Ja. Oh, da ist noch was. Und hier ist irgendwas zum Lesen. So, was steht da? So, Notizbuch des Maschinenschlossers. Stahlwerk von Cedar Hills. Maschinenhalle und Reparaturen. Cedar Hills, Oregon. Okay, interagieren. Wer sind die anderen Leute? Okay, Parker, die... Nein, will nah ran. Jeden Schlag spüren. Ihre Schreie hören. Kessler I. Diesmal aber richtig. Bessere Kontrolle. Für den Hals kleine Schnitte sauber halten. Ihre Angst schmecken. Oh Gott. Das ist ein Kill-Tagebuch, ne? So, ein Wesen. Geschaffen, um die Welt zu säubern. Nutze, was du hast. Nein, nicht, was ich nachts sehe. Schrecken verbreiten, schneiden plus richten. Okay. Also hier hat er sich dann diese Frank Stone Maske anscheinend schon ordentlich reingepfeffert. Okay. So, Frank Stone hat für jedes seiner Opfer eine spezielle Waffe angefertigt. Aha. Okay, alles eingelegte Sachen von seinen Opfern. Da liegt auch noch was. So. Die Polizei hat das anscheinend nie mit Stone in Verbindung gebracht. Stopp. So, Polizei geht im Fall Kellern und Freunden von Mord aus. So, 17. September 1962. Nachdem mehrere Tage gemutmaßt und spekuliert wurde, gab Sheriff Lloyd Cusick gestern Abend bekannt, dass die Polizei im Fall von George Kellan und Joyce Barton, die tot bei Hawkline Point aufgefunden wurden, von einem Doppelmord ausgeht. George Kellan, Sohn des Besitzers einer beliebten Drogerie in Cedar Hills, William Kellan und seine Freundin Joyce Barton starben infolge eines Autounfalls, bei dem das Fahrzeug in Flammen aufging. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende mit Hochdruck an dem Fall gearbeitet und kann nun mit Sicherheit sagen, dass Kellans Wagen geparkt gewesen ist, bevor er von der Straße abkam, weshalb sie von Fremdeinwirkung ausgeht. Als Sheriff Cusick die Neuigkeiten bekannt gab, versicherte er den Einwohnern, dass der oder die Täter schon bald identifiziert und gestellt werden würden. William Kellan hat unbedingt unabhängig von den Ermittlungen des Sheriffs eine Belohnung von 1000 US-Dollar für jegliche Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des Verdächtigen führen. Der Schock über die Nachricht dieser Ermordung sitzt bei allen Bewohnern unserer friedlichen Stadt tief, vor allem weil erst im Juli die verwitwete Dorothy Clay getötet worden war. Damals wurde der Täter, Frau Clays Neffe Alvin, bereits nach kurzer Zeit von Sheriff Cusick gestellt und festgenommen. So, es bleibt zu hoffen, dass sich auch dieser Fall schnell klären und dem Verantwortlichen Gerechtigkeit widerfahren wird. Okay, also dafür, dass es hier so ein Provinzstädtchen ist, Cedar Hills, geht hier ordentlich die Post ab, wa? Oh, wenn ich das überprüfe, ist auf jeden Fall Ende. Aber ich glaube, sonst war hier ja auch nichts, ne? Damit kann ich nichts machen. Mit den beiden kann ich nicht quatschen. Ja, okay. Also hat er hier so einen einzelnen Raum für sich gehabt und diese Lok hat er jetzt hier... Ah, nice. Okay. Bestimmt ein Schädel. Wollen wir nicht? Oh, scheiße. Oh, fuck! Was ist... Oh! Verdammt! Sie war wohl eins von... Stones Opfern, sie wurde nie gefunden. Ich glaube, die Polizei hat das hier nie gefunden. Woher weißt du das? Ja. Sie hätten den ganzen Kram nicht einfach hier gelassen. Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt meinen Dad holen. Was? Das ist echt ernste und heftige Scheiße, Mann. Du kannst jetzt den Sheriff nicht holen. Ich mein's ernst. Wir sollten hier echt nicht mehr sein. Robert! Lass mich, Mann! Warte! Worauf denn?
Chris, ich weiß, wie wichtig euer Film ist. Aber das alles hier ist jetzt Teil eines echten Mordfalls. Ist doch ewig her. Aber es gibt keine Verjährungsfrist für Mord. Und das bedeutet, wir verfälschen gerade Beweismaterial. Willst du das wirklich? Aber der Film... hat sich erledigt. Ich dachte, du wolltest... Robert hat recht. Warum hat Robert schon wieder recht? Wir haben, was wir brauchen. Aber... geh. Nur rührt hier bitte nichts mehr an, okay? Ja. Wir sollten von hier verschwinden. Okay. Also wir sollen jetzt auch die Hedge runter. Meine Güte. Okay, aber irgendwas... So, hier drin stand jetzt nichts Spezielles, ne, zu den Opfern. Ne, komm, mach auf. Auf. So, Parker D. und Kessler I. Sollten uns vielleicht mal merken. Parker D., Kessler I. Alles klar. Ja, Chris. Dein Robert ist abgehauen. Scheiße. Wir müssen los. Oh mein Gott. Vielleicht sollten wir draußen warten, bis Robert zurückkommt. Schockiert, du kannst doch nicht, du kannst das, das kannst du doch nicht bewegen, oder ist es eine gute Idee, das zu bewegen? Meinst du, das zu bewegen ist eine gute Idee? Ich brauche unbedingt eine Aufnahme davon. Ja, aber das ist Beweismaterial. Niemand kann beweisen, dass wir das vor dem Dreh wussten. Glaubhafte Bestreitbarkeit. Ich glaube, das meint was anderes. Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Du checkst nicht, worum es geht. Genau darum geht's. Du bist doch total besessen von diesem Film über Frank Stone, seit du von ihm weißt. Und? Und es fühlt sich nicht mehr an wie unser Film. Nur wie dein Film. Wir drehen diesen Film zusammen. In letzter Zeit machen wir fast gar nichts mehr zusammen. Nur wir zu zweit. Heimer. Every time I turn around, what? There you are with Robert. Can't seem to get a second look. Wir sind jetzt alleine. Ja, und ich denke immer an dich und Robert. Ich habe ihn direkt gefragt, ob er vielleicht auf dich steht. Hat's nicht verneint. Oh mein Gott! Reime, was zum Teufel, Mann? Ich finde es toll, mit dir Zeit zu verbringen und ich finde es toll, diesen Film zu drehen. Aber ich stehe nicht auf Eifersuchtsdramen. Sorry. Dazu bin ich nicht bereit. Also wenn das jetzt so laufen soll, dann... vielleicht war's das dann. Das war's? Was meinst du damit? Das heißt, eine Zeit lang war's schön, aber das war's. Ich will, dass unsere Beziehung funktioniert, oder ich werde dich nicht umstimmen. Nein, warum auch? Tschüss. Ich habe das Gefühl, dass es... eher eine Aussage als eine Frage. Nun. Ich kann dich nicht umstimmen, oder? Wahrscheinlich nicht. Dann war's das, ha? Huh? Wir machen also Schluss. Ja, sie hat ja ihren Film im Kasten. Ich brauche diese Aufnahme. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, was ich hier mache, aber... oh Gott, jetzt kommt das Übernatürliche rein.
Was? Weiß nicht. Wow. Oh, oh, ich glaube, jetzt wird es gar nicht gut, ne? Sie fehlt noch. Was ist los? Was kannst du sehen? Ist das Frank Stone? Oh, ich muss mich entscheiden, ich muss mich entscheiden. Sie hat Schluss gemacht. Sie hat Schluss gemacht. Tut mir leid. Ich kann nicht. Nein! Keine! Lass mich nicht allein! Oh, Scheiße. Scheiße. Oh Mann. Beyond the Gate. Oh mein Gott. Ja, mal gucken, was das so für Auswirkungen hat, ne? Irgendwas? Gar nichts. Ich sehe nichts. Ah, er muss Schmiere stehen, ne? Weil draußen ich jetzt irgendwas euch, war, ne? Diese Tür ist Zeitverschwendung. Was immer da drin ist, ist wichtig genug für sie, um es mit diesem Ding zu sichern. Wir müssen es wohl lösen, um reinzukommen. Da ist ein freier Platz. Es muss ein fehlendes Stück geben, das dort reinpasst. Okay. Angenommen, wir machen uns alle auf die Suche nach dem fehlenden Zylinderbecher-Ding. Selbst wenn wir es finden, wie lösen wir den Rest davon? Vielleicht gibt's im Innenhof noch irgendeine Art Hinweis. Warum sollte jemand einen Hinweis für sein extrem kompliziertes Schloss einfach preisgeben? Praktisch unmittelbar davor? Wie wär's... damit. Oh Gott, er hält einfach seine Hand da rein. Guter Gedanke. Ich hatte nicht erwartet, dass das funktioniert. Als ob du es wusstest. Hm. Okay, jetzt spielen wir sie. Ja, also nochmal zu gerade eben. Also, da spielten einfach die Feelings von, er wurde ja gerade verlassen und da war er sich unsicher, zu viel Zeit vertrödelt und dann wusste er keine andere Alternative als wegzulaufen. Also so würde ich das jetzt erklären. Ja komm, ich fand sie schon arschig, ne? Sie hat sich nicht um ihn, achso, hier war ja auch irgendein Schlüssel wird hier gebraucht. Mal gucken, ob das alles die richtigen Entscheidungen sind. Ne? Wir werden es ja sehen. Jetzt müssen wir erstmal hier hochgehen, wa? Ja, doch, ja, doch, ich kann schneller. Und war das jetzt Frank Stone, der sich da materialisiert hat, ey? Ich bräuchte irgendeine Taschenlampe. Ja, komm. Oh, Movie Review, Murder Mill. So, Filmrezension. Rezensiert auf dem zweiten höllischen begierten Fanfestival von eurem Korrespondenten Rabbit Hound. Auf den ersten Blick ist das größte Problem des Films seine unbeholfene Komposition. Murder Mill ist in etwa so ausgefeilt wie das Puppentheater, das deine Nichte und Neffen auf der Familienfeier im Wohnzimmer vorführen. Scheiße. Statt den Zuschauern Angst einzujagen, zeigt der Film lediglich, wie viele bessere Horrorfilme die Filmemacher bisher schon gesehen haben. Das ist allerdings recht typisch für dieses Genre. Tatsächlich ist das mittlerweile von Filmen, die auf Festivals gezeigt werden, nicht anders zu erwarten. Was jedoch ganz und gar nicht zu erwarten war,
war das seltsam beunruhigende Gefühl, das die Zuschauer der 22 Uhr Vorstellung von der ersten Sekunde an befallen hat. Ich kann es mir absolut nicht erklären. Murder Mills zeigte den Zuschauern nichts, was sie nicht schon unzählige Male gesehen hatten. Doch im Laufe des Films verstummten die hämischen Kommentare der Kritiker des Genres. Sie wandten sich vor Nervosität auf ihren Sitzen und vergruben ihre Gesichter in den Händen. Unter den Zuschauern auf den Rängen kam es wieder und wieder zu oftmals gewaltsamen Gefühlausbrüchen. An diesem Abend war ein allumfassendes Gefühl der Angst zu spüren, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe und auch nie mehr erleben möchte. Glücklicherweise wurde die Vorführung von zwei Festivalbesuchern unterbrochen, die erst auf andere Zuschauer und anschließend aufeinander losgingen und dieses unterdurchschnittliche Filmerlebnis so zu einem wahren Albtraum werden ließen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich war, aus diesem Kino raus zu sein. Ist es fair, einen Film zu bewerten, den man sich nicht zu Ende angesehen hat? In diesem Fall schon. Ich habe auf jeden Fall genug gesehen, das könnt ihr mir glauben. Habe ich vor, mir den Film noch einmal anzusehen, um ihn anständig bewerten zu können? Nein. Und das liegt hauptsächlich an dem unterschwelligen Gefühl der Angst, das während dieses Films geradezu von der Leinwand triefte. Ich weiß nicht, ob das irgendein Trick der Filmemacher war oder wieso was überhaupt funktionieren soll. Aber wer sich etwas so abgrundtief Böses ausdenken kann, kann sicher auch einen besseren Film drehen. Ja gut, okay. Murder Mill hat einen gewaltsamen Effekt auf seine Zuschauer. Ja gut, das wussten wir ja schon. Und die Frage ist, hat sie die Kamera da jetzt liegen lassen? Oh, da ist wieder eine Puppe. Oh, Legion. Die mit Blut besiegelte Freundschaft. Ich möchte den Kopf sehen. Aber die hat kein Aufziehdingen. Oh. Okay. Das mit der Hand, ne, das finde ich so strange, ne? Okay. So, hier kann ich nichts machen. Geht das eigentlich noch weiter hoch? Aha. So, Long Island Auktionshaus. Rechnung. Das ist viel Geld für einen Filmstreifen. Was hat sie bezahlt? $10,000? Augustin Lieber, Gérant Männer. Charge 106, Beschreibung 8mm Film, Kinokult selten, Menge einmal 10.120 US-Dollar, Gesamtsteuer 2.000, fälliger Betrag 12.100. Also sie hat $12,100 für den Streifen hingeblättert. Aber wenn sie schon... Ja, gut, da bin ich wieder. Ich musste kurz einmal neu starten, weil es gab einen richtigen geilen Crash. Das Spiel komplett abgestürzt, den Rechner mitgenommen und Gott sei Dank war die Aufnahme aber im Kasten. Ja, also irgendwie, als ich die Rechnung dann irgendwie weglegen wollte, ging nicht mehr. So, aber jetzt haben wir uns die auch angeschaut und es kann einfach weitergehen. Hier liegt was. Ja gut, okay. Ich denke mal, das wird für unten sein. Was sagt man über Schlüssel? Da muss ein Schloss in der Nähe sein. Ja, unten, oder? Nein, sagt eigentlich keiner wirklich. Ach, guck mal, sie geht auch sofort runter. Hat der Schlüssel dich getriggert, Linda? So, komm. Da fehlt doch etwas. Die Farm von Dead by Daylight mit Macmillan, oder? Oh, geil. Ja, stopp, ich weiß, was da fehlt. Der Kuhbaum. Aber haben sie geil gemacht mit diesem kleinen leuchtenden Totem, dem Hillbilly da. Warte mal, wo war der Baum? Da hinten? Nee. Wo war der Baum? Der war unten. Oder da unten war doch der Baum. Wenn der jetzt auch noch so ein sechseckiges Ding hat. Ja, ist er. Du kommst mit, Freundchen. Ja, hab ich dich. Nee, stopp, Linda, du gehst falsch. Stan, du auch. So.
Nice. Nice haben die das gemacht. Was ist das? Ein Spielzeughammer? Ich glaube, der sollte zu irgendwas passen. Ja, wir wissen auch schon was. Aber geil gemacht. Oh, sowas hätte ich gerne zu Hause stehen. Ah, wäre schon geil. Stopp mal, da ist er. Hinterwäldler und sein Hammer. Wieder vereint. Ah, okay. Gut, schließen wir das Tor auf. Okay. Ach, jetzt. Okay, und hier geht's auch storymäßig weiter. Was wartet wohl hinter der Tür? Will ich das überhaupt wissen? Vielleicht ist da ein Muster. Aber es geht mir nicht in den Kopf. Oder sind es die Köpfe? Okay, das ist der Kuhbaum, ne? Oh, wie heißt er nochmal? Ausrüstung? Ist das Ausrüstungsspezies? Ist das ein Perk? Ja, ne? Warte mal, geht's nur nach unten? Das Spiel mit deinem Essen. Kuhbaum. Popgrosse Wiesel. Das ist der Smiley von Legion. Also wenn wir jetzt nach dem... ich hoffe, hier ist der Fallensteller, weil sonst ist es falsch. Achso. Ah, okay. Das ist seine Farben, ne? Das war nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob Augustin das so gut findet, wenn ihr da so reingeht, einfach. Was ist das denn da für ein Schwein? Tja, wenn du dir Einblicke in Augustins Gedankenwelt erhofft hast, ist doch, was du wolltest. Oh. Hurra! Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das nicht. Los, wir schauen uns um. Pass auf! Also das am Anfang kam mir irgendwie ein bisschen vor... Ja, genau. Wie die Jägerin. Erkunde das Reliquiar, um mehr über Augustin lieber zu erfahren. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall die Maske von der Jägerin. Ich kann hier aber jetzt nichts... Ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtig, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Das ist wie ein Museum für... Shit, keine Ahnung. Etwas Überirdisches, so viel steht mal fest. Hey, Linda. Sieh dir das an. Ja, warte kurz, warte. Oh, hier ist auch noch was. Was willst du? Ey, ich komm... Okay, aber das ist ja auf jeden Fall nicht alles Dead by Daylight. Also, was das hier ist, wüsste ich nicht. Das Schwein auch nicht und so weiter. Das ist ja auch klar. Die Jägerin. Auch nicht interessant. Mit ihm könnte ich reden. Also, als Option. Was ist das denn? Das ist ja alles wie ein Filmset hier. So, Arcadian Demon. Arcad-Dämon. Mesopotamien, so 23. Jahrhundert, VUZ, vor unserer Zeit. So, Statue aus dem Reich von Akkad. Die Keilschrift auf den bruchstückhaften Tontafeln, die in ihrer Nähe gefunden wurden, lässt vermuten, dass sie einen mythologischen Dämon darstellt. Seine Anhänger glaubten, er würde ihnen als Dank für ihre Hingabe übernatürliche Mächte verleihen, sie beschützen und ihre Feinde vernichten. Okay. Er gibt auf jeden Fall einen High Five, ne? Interessiert sich für Darstellung gottgleicher, zerstörerischer Mächte. Warum gehst du nicht weg von dem Bild? Ich will mir das auch anschauen. Ist das die Farm von Dead by Daylight? Oh, wie aufmunternd. Könnte auch das Farmhaus sein, ne?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie Hillbilly seine Eltern auf jeden Fall umgebracht hat. Weiß ich gar nicht. Warte mal, habe ich irgendwas übersehen? Stopp, 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 stopp. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Nee, 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 nee. Okay. Was ist das denn? Okay, kann ich nicht richtig erkennen. Ja, auf jeden Fall Dämonen, ne? Teufel und so weiter. Ja. Oh, hier ist eine Tür. Klar. Hier ist auch irgendwas. Drücken. Press to play. Ich melde mich vom Trade Prince Kino in der Texas Avenue, wo wir Zeugen wurden. Wir sind Zeugen einer Art Protestaktion oder... Ich weiß es nicht. Ich kann derzeit nur berichten, dass es mehrere Angriffe auf gewöhnliche Bürger sowie auf Polizisten und Sanitäter gab. Es ist nicht eindeutig, zumindest nicht für uns, was der Auslöser für diese Situation war. Aber ich bestätige, dass es im Innern des Kinos begann. Es wird berichtet, dass ein Mitarbeiter bei der Vorführung von Murder Mill totgetrampelt wurde. Von hier aus sehe ich beträchtliche Schäden in der Umgebung und die Polizei versucht noch immer, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Okay, oh, okay. Oh nein, okay, gerade wird hier jemand verhaftet und mehrere Personen stürmen von allen Seiten auf die Polizisten zu. Oh mein Gott, oh, oh mein Gott, okay, okay, das war eine Explosion! Eine Explosion! Ich kann nicht zählen! Ich kann nicht zählen! Oh, oh Gott! Die Polizei hat das Feuer eröffnet! Die Polizei kennt die Hände und so ist es durchbrochen! Okay, die Gerüchte darüber, dass Murder Mill zu Gewaltausbrüchen im Publikum führte, sind wahr. Okay. Da war ja richtig Massaker. Was? Überprüfen? Ah, hier. Oh, eine kleine Figur. Oh, endlich. Okay, Victors Spielzeugsoldat. Sie hat gesagt, dass sie sterben müssen. Gewaltsam, um die Tore zu öffnen. Victor, ist das nicht dieser Zwilling, Victor? Ja, ne? Victor ist so der kleine Zwilling. Bei Dead by Daylight jetzt. Nee, das versuche ich jetzt gar nicht. Ich glaube, wir müssen mit ihm noch quatschen. What? Getrocknetes Blut? Das ist die Maske von Frank Stone. Wo hat sie die denn jetzt her? Okay, kann ich aber auch nichts angucken. Shit. Oh, hier geht's weiter. Hier geht's... Nee, doch. Ja, hier geht's weiter. Das heißt, wir können doch noch einmal kurz die Tür probieren. Damit konnten wir rechnen. Hier ist auch noch was. Fold of Fear. Das ist... Oh, wie heißt er nochmal? Ah, stopp mal. Das ist der Killer. Ich weiß den Namen nur gerade nicht. Hier, das ist hier... Oh Gott, wie heißt der Killer nochmal? Das ist... Dredge. Dredge. Das ist Dredge. Ein Herde in Angst. Justin Goffrey. So, eine der dunkelsten Reisen, auf die Justine Goffrey uns jemals mitgenommen hat. Das Ende wird sie noch Tage später erschauen lassen. Die New York Gazette. Das Amerika der 60er Jahre steckt in einer tiefen Krise. Eine Gruppe Idealisten baut unter der Leitung ihres charismatischen Anführers eine neue Gesellschaft auf, um den politischen Turbulenzen dieser Ära den Rücken zu kehren. Innerhalb kürzester Zeit schließen sich hunderte Gleichgesinnte in der verzweifelten Hoffnung auf ein besseres Leben der Herde an. Doch um eine perfekte Welt zu schaffen, bedarf es mehr als Mantras und einer positiven Einstellung. Es dauert nicht lang, bis die persönlichen Probleme der Herde ihr Paradies zu zerstören drohen. Und dann kommt alles plötzlich noch viel schlimmer. Die Herde wird von Angst gepackt, was auch immer es auf sie abgesehen hat.
Mit wohlwollenden Gesängen werden sie nichts dagegen ausrichten können. Hat ihr Anführer sie alle hintergangen, um seine eigenen Ziele zu verfolgen? Oder gibt es da draußen noch etwas anderes, womöglich etwas unvorstellbar Tödliches? Herrlich trashig. Rezension des Verlags. Manifestation. Okay. So, Kapitel 28, Manifestation. Ich hätte mir vielleicht was zu trinken holen sollen während der Pause. Vor ein paar Stunden wäre die Rückkehr in die Siedlung ihr noch ein leichtes gewesen. Doch mittlerweile hatten die Sturmwolken jegliches Sternlicht geschluckt. Der peitschende, ohrenbetäubende Regen und die schrillen Rufe der Krähen, hämischem Gelächter gleich, machten es unmöglich zu sehen oder zu hören, ob jemand Beatrice auf den Fersen war. Egal wie weit sie sich auch von der Bühne entfernte, sie schien ihrem Krächzen nicht entkommen zu können. Doch wenigstens übertönte es das furchtbare Schmatzen, das Gleiten, die Schreie. Sie spürte, wie sie den Halt verlor. Der viele Regen hatte den Sand glitschig werden lassen. Beatrice schrie, als sie mit dem Gesicht voraus auf den schlammigen Boden fiel. Sie war so schnell ausgerutscht, dass sie nicht rechtzeitig den Arm hatte heben können, um ihren Sturz abzufedern. Als sie nach dem Aufprall verzweifelt um Luft rang, spürte sie auf einmal ein Brennen in ihrer Hand. Sie hatte sich an einem scharfen Stein aufgeschnitten. Sie wollte schreien. Hatte ihr das Schicksal denn nicht schon übel genug mitgespielt? Doch sie wusste, dass sie jetzt nicht verzweifeln durfte. Wusste, dass sie aufstehen, weitergehen und irgendwie einen Weg zurückfinden musste. Sie rappelte sich widerwillig auf und ging zögerlich ein paar Schritte. Sie stellte mit Entsetzen fest, dass der Knöchel, mit dem sie umgeknickt war, ernsthaft verletzt zu sein schien. Aber sie stützte sich dennoch wieder in die dröhnende Dunkelheit. Sie durfte unter keinen Umständen stehen bleiben, auf gar keinen Fall. Denn sie wusste nicht, wo das Ding war. Das Ding, das Stamper gerufen, beschworen, geschaffen hatte. Sie hatte noch lebhaft vor Augen, wie es aus dem Schlamm auferstanden war und Ron in Stücke gerissen hatte. Sie erinnerte sich an seinen verzweifelten Blick, als er sie angefleht hatte, zu fliehen, bevor es ihn dreigeteilt und das Feld in Chaos gestürzt hatte. Sie hatte getan, was ihr befohlen, und war so schnell gerannt, wie sie nur konnte. Sie hatte das grauenhafte Geschehen hinter sich hören können, hatte sich jedoch nicht umzudrehen gewagt. Beatrice konnte erst die Steigung und schließlich ein paar vereinzelte Grasbüschel unter ihren Füßen spüren. Sie stützte sich mit ihrer blutigen Hand am Boden ab, um den Weg zu erfüllen. Die Klippen. Bis zur Siedlung war es nicht mehr weit. Wenn sie die erreichte, konnte sie Alarm schlagen, um Hilfe zu rufen. Die anderen retten. Fliehen. Sie versuchte, sich zu beruhigen, während sie sich den gefährlichen Pfad entlang hangelte. Sie atmete behutsam durch und hielt sich an dem Felsen fest, während sie sich vorsichtig ihren Weg bahnte. Oh, das ist auch ganz schön viel. Der Regen ließ allmählich nach. An manchen Stellen wurden die schwarzen Wolken von Mondlicht durchdrungen, das ihr den Weg erleuchtete und sie zurückführte. Sie schöpfte neue Hoffnung. Die Siedlung war ein ganzes Stück landeinwärts von der Bühne entfernt, wo Stampers Wesen auferstanden war. Es konnte sie unmöglich vor ihr erreicht haben, oder? Diese Möglichkeit war zu furchtbar, um sie weiter in Betracht zu ziehen. Sie konzentrierte sich lieber wieder darauf, dass sie womöglich überleben könnte, wenn sie die Siedlung und die Ressourcen dort erreichte. Ich komme ihr immer näher und näher und näher. Diese Worte wiederholte Beatrice so lange in Gedanken, bis sie feststellte, dass sie zu einem Mantra geworden waren. Nach allem, was Stamper der Herde angetan hatte und nach all seinen blutbefleckten Lehren, wusste sie jetzt, dass sie nur auf sich selbst vertrauen konnte. Von hier oben konnte sie ein Licht sehen. Dort war ihr kleines Dorf. Sobald sie über die Felsen geklettert war, würde sie losrennen. Sie würde so schnell rennen, wie sie nur konnte. So schnell, wie ihr verletzter Knöchel es zulassen würde. Und dann? Dann würde sie sich verteidigen. Entkommen, irgendwas finden. Vielleicht Zuflucht, vielleicht auch Erlösung. Ihr Herz begann zu rasen, als sie erneut Hoffnung schöpfte. Es war nicht mehr weit. Sie musste nur noch über die Felsen. Sie würde es schaffen. Sie schrie. Etwas traf sie heftig an der Schulter. Sie geriet in Straucheln und fiel rücklings auf ein paar Steine, bevor sie mit einem lauten Platschen im seichten Salzwasser landete und vor Schmerzen schrie. Sie konnte Blut in ihrem Mund schmecken und stieß einen entsetzlichen Schrei aus, als ihre Nerven zu brennen begannen. Sie versuchte mit ganzer Kraft aufzustehen, doch ihr Knöchel konnte sie nicht mehr tragen. Sie stürzte mit einem Schmerzensschrei zu Boden. Beatrice streckte ihre Hand nach dem Felsen aus, um sich daran abzustützen. Doch stattdessen spürte sie etwas unter ihren Fingern, das sich wie Sehnen anfühlte. Und Rückgrate. Und Schlamm. Trotz ihrer tränenfeuchten Augen konnte sie den Druanee ausmachen, der über ihr emporragte.
Noch immer tropften an ihm der Schlamm, aus dem er entstanden war, und die Überreste ihrer Freunde herunter. Über ihnen zogen erneut dichte Wolken auf und dicke Regentropfen prasselten vom Himmel herab. Eines der verknüpften Glieder des abscheulichen Monsters wurde vom dämmerigen Licht in der Ferne erhellt, als es zum Angriff überging. Ja, das war auf jeden Fall... Ist das Dredge? So, ein Roman in dieser Welt, aber vielleicht eine düstere Realität in einer anderen. Okay, aber sonst diese großen Artefakte haben aber jetzt so keinen DBD-Bezug, ne? Also wenn ich hier irgendeinen Bezug übersehe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Das hatten wir uns schon angeguckt. So, und ich denke mal, jetzt machen wir noch das Gespräch mit ihm. Und dann machen wir die Folgenende, würde ich sagen. Weil ich glaube, dann gibt es nur noch den Tisch und dann geht es eh in der Story voran. Was ist das denn? Sagen die dir irgendwas? Ja, tatsächlich. Das ist genau wie in meinem Film. The Prophecy of Pain. Nachdem sie die Grabkammer öffnen? Oh, ja, absolut. Es ist wirklich ganz genau so. Es gibt kein Grab in The Prophecy of Pain. Oh, ich... Ja, sorry, hab's verwechselt mit einem der anderen... Wenn ich mich recht entsinne, gibt's in keinem meiner Filme irgendwelche Gräber. Alte Flüche und dieser ganze Fantasy-Kram waren nie mein Fall. Aber das weißt du alles, weil du so ein Riesenfan von mir bist. Okay, also... Du hast keinen einzigen meiner Filme gesehen, oder? Ich bin ein Fan deiner Reputation. Klar. Was Filme angeht, bin ich ehrlich gesagt eher so der... Boom! Ratatatatatata! Typ. Unterhaltung. Cliff Burrer. Meine Filme untersuchen die Wurzeln des Bösen im Herzen der Menschen. Dir sind sie wahrscheinlich nicht unterhaltsam genug. Aber jetzt, wo du aufgeflogen bist, verrat mir doch bitte, wie du wirklich an den Film gekommen bist. Tja, wenn du das unbedingt wissen willst, wirst du mir im Gegenzug etwas anbieten müssen. Ich kann dir Freundschaft anbieten, eine kleine Wette. Ja, Freundschaft würde ich mit dem... Nee, ich mag den auch nicht, ey, komm. Sollen wir es interessant machen? Wie denn? Eine kleine Wette. Wette? Wenn ich gewinne, verrätst du mir alles. Und sonst? Dann... kriegst du mein Stück vom Film. Deal. Der Deal steht. Keine Rückzieher mehr. Meine Güte, wir sind doch nicht 12. Münzwurf? Klar. Oh. Aber ich sag ihn an. Ich sag an oder ich bin raus. Also gut. Echt jetzt an? Kopf oder Zahl? Kopf. Nun, so ist das Leben. Haben wir jetzt verloren? Ich konnte das nicht richtig erkennen. Wir hatten einen Deal. Warte. Nein, nein. Toll. Wirklich toll. Hey, ach, ja, ist das wert? Verflucht. Yep. War jeden Penny wert. Das ist ein Penner, ich mag den auch nicht. Ich mag den auch nicht. Ja gut, okay, dann war es das mit dieser Folge, würde ich sagen. Natürlich. So, dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und gefallen. Nur eine Art Strauß, oder? Aber schon, sieht schon geil aus hier, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.